Ich bin hier sehr glücklich aufgewachsen, mit sehr lieben Menschen. Und plötzlich war keiner mehr von ihnen da. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Da bin ich einfach davongelaufen. In ihrer Wahlheimat Amerika hat Heidi Brühl längst Karriere gemacht. Nach ihrer Filmrolle im Immenhof wird sie in der Fernsehserie Mannix den Deutschen wieder härter kommen. Hat sie sich sehr verändert seit ihrer ersten Immenhof-Premiere? Ich meine, das kann man ja sehen. Ich bin weitaus älter geworden in der Zwischenzeit. Ich war damals 12. Und, oh Gott, ich muss eigentlich sagen, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, nach 18 Jahren noch einmal einen Immenhof-Film zu machen. Wir haben wieder neue Kinder drin und die Tiere, Pferde und die Landschaft. Ich meine, es ist alles das wieder, was es damals schon war. Und ich glaube, auch mit der Nostalgiewelle dürfte das jetzt ganz gut ankommen. Mann, was du alles weißt. 41, das reicht. Los, legt euch hin. Na, ihr beiden? Was macht ihr denn für Sachen? Ganz schön heiß. Jetzt muss ein Arzt her. Bei München, am brennenden Kamin, ist es schon wesentlich gemütlicher als unser letztes Zufallstreffen. Das war, glaube ich, im November am Flughafen in Frankfurt. Du machst Plattenaufnahmen, du machst Fernsehen, du stehst auf der Bühne. Mit dem Film hast du momentan wenig zu tun. Was machst du am meisten eigentlich zurzeit? Also in dem letzten Jahr habe ich am meisten Theater gemacht. Mhm. Und Fernsehen. Mhm. Dadurch, dass ich immer noch an Enige Tjörg anhänge und das auch noch einmal 8 Wochen spielen werde, bin ich durch das Theater am meisten beschäftigt gewesen, ja. Ja, Annie Get Your Gun, das bringt mich zurück auf eine andere Erinnerung, auf ein Interview, was wir beiden zusammen gemacht haben in Berlin. Das muss jetzt 1,5 Jahre her sein. Im Herbst vor 1,5 Jahren war das. Wir standen an einem grauen, verhangenen Herbsttag auf dem Kurfürstendamm in der Nähe der Gedächtniskirche im strömenden Regen unter einem Regenschirm. Erinnerst du dich noch? Ja. Mhm. Nur weiter. Ich weiß es auch noch so gut. Wir sprachen zusammen und damals hattest du wirklich moralisch und auch physisch einen Tiefpunkt. Du hattest dich gerade von einer schweren Krankheit erholt. Und das war, glaube ich, kurz bevor du deinen Brett, den du inzwischen geheiratet hast, kennengelernt hast. Und vor allem, das Allerschlimmste, es war einen Tag vor der Premiere von Annie Get Your Gun. Ja, das war ein bisschen hart für mich, weil es doch meine erste Bühnenrolle war und ich auf Bühne überhaupt nicht trainiert war. Ich hatte keine Erfahrung, überhaupt keine Erfahrung, weder mit einem großen Orchester ohne Mikrofon zu singen oder eine Rolle auf der Bühne zu spielen. Und ich war so nervös und hatte solche Angst, dass ich es überhaupt schaffe oder ob ich es schaffe oder was die Leute sagen. Das ist begreiflich und du hast es geschafft. Und inzwischen wissen wir ja alle, dass du als Anne Oakley in Annie Get Your Gun ein ganz großer Erfolg, nicht nur in Berlin, sondern auch in München, und in Hamburg geworden bist. Natürlich. Und das beweist nur einmal wieder, dass wenn man die Geduld und die Ausdauer hat, den tiefsten Punkt abzuwarten und zu überwinden, dann geht es wirklich aufwärts. Denn der Brad Halsey, den du damals kennengelernt hast, der ist inzwischen dein Mann geworden. Und dazu gratulieren wir dir natürlich ganz besonders herzlich. Sag mal, deinen Brett, den kriegt man nicht zu Gesicht jetzt, was? Was macht er denn überhaupt? Der schreibt gerade, macht erledigt seine Post. Komm, wir wollen es doch mal probieren. Brett! Ein bisschen lauter. Brett! Can you come over for a moment? Also er hat's gehört, er schreibt gerade seine Post. Vielleicht kommt er noch her. Und bis er kommt, Heidi, möchte ich doch etwas fragen. Er kommt schon, ja. Wie ist es denn so, verheiratet zu sein? Ach ja, also ich fühle mich sehr gut. Brett, can you just move over for a moment over your ever-loving wife and just say hello to us? Also hier ist Brett Halsey. Brett, ich möchte euch beide, das war, I want to ask you a question, both of you. Es ist doch wahrscheinlich, man sagt es auch immer, ein großer Unterschied, ob man sich nur kennt oder ob man wirklich verheiratet ist mit allen Papieren und allem. I think it's a great difference, whether you just know one another or whether you're really married, stamped and sealed and everything, right? Yeah. You answer. Yeah. Brett, ich möchte euch beiden sehr viel Glück wünschen. Normalerweise, man fragt eine Dame nicht, wie alt sie ist, aber ich glaube, in deinem Fall kann man schon mal. Ja, man kann, weil man nachrechnen kann. Ich habe mit 10 den ersten Film gemacht und bin jetzt 43, also 33 Jahre. Ich kann dich nur gratulieren. Du hast dich nicht liften lassen oder so, darf man das fragen? Nö, noch nicht. Du hast es nicht vor. Noch Zeit. Was ist dein Geheimnis dann, jung zu bleiben und so lange im Geschäft zu bleiben?
Ja, ich glaube, das Geheimnis ist, dass man weiter erfolgreich gearbeitet hat. Wenn man das hat, dann bleibt man, glaube ich, auch jung. Und in wie viele verschiedene Richtungen dann bist du dann gegangen in deine Karriere? In sehr viel verschiedenen. Ich habe dann Musical gemacht später, also vorher Film, Schauspielerei, Tanz, Musical. Und bin nach Las Vegas. Nach Las Vegas habe ich dann ein Buch geschrieben, habe hier meine eigene Show gemacht und jetzt produziere ich ja auch ab und zu. Du hast aber singen richtig gelernt, hast du mir erzählt. Ja, das habe ich studiert, sogar ein Jahr bei Fritz Wunderlich. Ja. Einem sehr großen Was hat er da mit dem Stuhl gemacht? Das steht in meinem Buch drin, du hast mein Buch gelesen. Ich habe es nicht gelesen, nein. Nein, er hat das Zwerchfell trainiert, indem er mir einen Stuhl hier gegen hielt und gesagt hat, ich muss den wegdrücken mit dem Zwerchfell. Und so habe ich Atemtechnik gelernt. Und mit Schreiben? Schreiben, das hat mir mein Verleger damals beigebracht. Das ist noch nicht so lange her, das ist erst 5 Jahre her. Und wie bist du dann durch die Türe von Dallas gekommen? Dallas und Denver, ja, das war verhältnismäßig leicht eigentlich, weil Charlene Tilton wollte mal singen, die wollte das mal ausprobieren und das war mehr oder weniger nur ein Gag. Das sollte also nicht eine Zukunftssache sein. Autorin, Produzentin, ja, reicht ja schon eigentlich, ne? Das ist eigentlich reichlich und du hörst auch nicht auf. Was machst du im Moment gerade wieder? Mehr Schauspielerei oder mehr Produzieren? Ja, ich habe jetzt, kommen dann die beiden Serien, die ich gedreht habe, Hotel Paradies und zum Tümmerler der Tüftler und zwischendrin noch eine andere in Hamburg und ich mache sehr viel Schauspielerei. Ich lasse mich aber nie festlegen. Ich habe das geschafft, in den vielen Jahren gleich immer alles zu machen. Und es ist wieder eine Platte in Vorbereitung, die jetzt dann rauskommt. Und naja, also so bleibe ich immer bei allem. Gast im Studio, Heidi Brühl. Heidi, damit wir uns ja nicht verplappern, lass uns lieber der Frau Hildegard Hocker gleich ihre Frage stellen und dann kann ja nicht viel passieren. Frage ans deutsche Team, Hildegard Hocker. Frau Hocker, das war ein Ausschnitt aus meinem Film Die Frühreifen. Wie alt war ich damals? 16. Ah, ja, du, wir müssen es eigentlich gelten lassen. Nicht? Beantworte eigentlich. Aber bitte, warum? Ja. Ich habe, nein, ich muss ja nur eine, gell? Natürlich, ja. Gebe ich dir dann wieder. Loslegen. Ja. Ich habe damals, als ich die Frühreifen gemacht habe, war ich eigentlich erst 15. Aber irgendwo hat sie recht, denn ich habe vor den Frühreifen den Film Hochstapler Felix Krull gedreht. Und Kurt Hoffmann hat mich nur genommen, also nur eine 16-Jährige engagiert. Und ich bin ganz frech ins Studio und habe bei den Probeaufnahmen gesagt, ja, ich bin 16. Und dann war ich 16. Danach habe ich die Frühreifen gedreht und war wieder 15. Aber heute hängt mir das immer noch nach. Ich bin immer ein Jahr älter. Sally, wie alt bist du jetzt wirklich? 47. 47. Ja, ich bin 1942 geboren und musste damals bei Felix Krull ein Jahr schwindeln. Und das ist leider in den Munzinger gekommen. Musstest du schwindeln oder musste. War das der ich Ehrgeiz, hätte, nein, der nein, nein. Getrieben. Nein, Herr Kurt Hoffmann hat ganz öffentlich im Studio gesagt, diese Rolle wird nur mit einer 16-Jährigen besetzt. Da habe ich gesagt, wieso, das bin ich doch. Und damit war es passiert. Aber es war dann doch ein bisschen Ehrgeiz, die Rolle zu kriegen. Na klar wollte ich die Rolle haben. Das war ein ganz zielstrebiges Mädel. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ja, klar. Also ich kann da ein Lied von singen. Wenn man dich so anguckt, dann treffen immer noch diese alten Attribute zu stahlharter blauer Blick. Entschlossene Ausdruck. Also ich glaube nicht, dass der noch so stahlhart ist, wie er in der Jugend war. Was hat denn das an der Stahlhärte geändert? Das Leben. Das Leben. Was war denn mit dem Leben in der Zwischenzeit? Na ja, einiges. Ich meine, das konnte man ja in der Yellow Press verfolgen, dass ich du zwei Kinder habe. Du hast uns nichts verschwiegen. Das habt ihr nichts verschwiegen, nein. Das, nicht nur dir. Dass ich zwei Kinder habe, dass ich geschieden wurde, 12 Jahre verheiratet war, ist ja schon sehr viel in, ne? Ja. Viel in dem, ja. Heutzutage und in dem Beruf. Da, in dem Beruf, meine ich ja. Und was weiß ich, beruflich 37 Jahre in diesem Job bin. Das ist eine gewaltige Zahl, nicht? Man kann sich das kaum vorstellen. Helga, 40 Jahre. Dunja, wie lange? Das ist auch schon 20. Auch schon 20 Jahre. Küken. Was hat sich in deinem Showgeschäft in der Zwischenzeit geändert? Da hat man doch eigentlich so einen Überblick, von Amerika bis Deutschland. Ja, ich glaube, dass sich doch das Showgeschäft, auch wenn man ein bisschen realistisch ist, und das bin ich ja, das hast du ja auch gerade gesagt, dass sich die Person ändert, indem dass sich der Mensch nach außen ändert, nach innen ändert, und dass man eben versuchen muss,
mit seinem Aussehen und mit dem, was man jetzt empfindet, ein bisschen mitzugehen beruflich. Das heißt, ich habe gerade eine Rolle gespielt bei Wolfgang Rademann. Wenn man mir die angeboten hätte vor 10 Jahren, hätte ich gesagt, ihr spinnt wohl. Ich habe eine 80-jährige Frau gespielt und es hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Toll, aber da wäre ich viel zu eitel gewesen, hätte ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Aber es war etwas, war wunderschön an der Rolle. Jeden Abend, wenn ich mich abgeschminkt habe, kam ich mir irrsinnig jung vor. Wie jung darf man denn im Showgeschäft heutzutage sein? Oder wie alt darf man werden? Wir haben ein großes Glück. Kelga kann das bestimmt bestätigen. Wir haben ein Riesenglück, dass die Frau eigentlich im Showgeschäft, wenn sie gut ist und sich ein bisschen nach ihrem Aussehen richtet, also wenn sie nicht jetzt unbedingt eine 20-Jährige spielen will mit 40, hat eine Frau unbegrenzte Möglichkeiten. Sie, Brigitte Mira, kann ich nur sagen. Dazu muss man natürlich eine Menge können. Ja, sicher, ja, natürlich. Genau. Das ist aber immer vorausgesetzt, dass man sich hält. Wir haben eine Eigenschaft vergessen zu erwähnen, nein, die du absolut hast. Du hast Humor. Und jetzt wollen wir doch mal ein bisschen ein paar Fotos einblenden. Wo ich keinen mehr habe, oder wie? Nee, wo du den verloren hast. Oder das wo möchte ich gerne mal wissen, so, das wie das Ganze zustande gekommen ist. Nichts an, außer oh, das ist schön. Erzähl wunderbar. Ja, gern. Da habe ich aber weiter einen Humor. Also das ist das richtige Foto übrigens. Das ist gut, dass ihr das einblendet. Das andere dürft ihr gar nicht. Überblendet. Jetzt, das ist das Falsche. Guck mal. Und die Nase fällt. Ja. Man hat, ich habe so Fotos, ein Hängebusen hast du überhaupt nicht. Dankeschön, Donja. Ich habe in Rom eine Fotoserie gemacht mit Angelo Frontoni, den du ganz bestimmt kennst. Und das ist einer der besten Frauenfotografen der Welt. Und war sehr stolz auf diese Serie. Diese Serie hat High Society gebracht. Das war wirklich alles, es war nichts zu sehen auf diesen Fotos, gar nichts. Es war nun mal ein ganz kleines bisschen Rücken hinten und dann lag ich einmal auf dem Bauch, also ein bisschen Rücken war zu sehen. Sonst nichts. Nicht mal Po. Kein Busen, gar nichts. Und das haben die aber genommen. Nee, so, warte doch. Du hast völlig recht. Ja, du hast völlig recht. Dumm wie ich war, habe ich gedacht, so drucken die das. So lautete auch mein Vertrag. Warum hast du die denn verklagt? Ja, Moment. Als die Zeitung rauskam, habe ich sie gekauft und der Titel war ein nackter Busen von mir sitzend. Da habe ich gesagt, Moment mal, also das ist nicht mein Busen. Und ich habe dann rausgefunden, innen waren auch noch 3 Fotos. Es war ein hinretuschierter, gemalter Busen. Ja, aber doch wenigstens vergrößert. Für die Rettung habe ich noch mal so viel bekommen. Gekriegt, ich habe noch mal so viel bekommen, wie ich für die Session bekomme. Aber Heidi, ich möchte eine Sache noch vertiefen. Entschuldige bitte. Ich vertiefe noch ein bisschen. Oder erhöhe die ganze Sache. Erzähl mir bitte mal, lohnt sich das, sich nackt fotografieren zu lassen? Ich meine, pekuniär. Nein, ich habe das ja nicht. Das ist ja nur... Das war ja aber nur, die müssen doch einen Platz gefunden haben, wo sie die Vergrößerung hin. Ja, guck mal, hier liegst du auf einem Foto. Auf du siehst Foto, nicht sehr bekleidet aus. Nein, da liegt man auf einem Busen. Das ist ja noch ein Stück von der Retusche dran übrigens. Das habt ihr nicht ganz hingekriegt. Das ist gedruckt gewesen. Das war, da war eigentlich noch hier drüber der Bettlaken. Man hat wirklich nichts gesehen. Das war auch, die Fotos sollten eigentlich vom Gesicht her schön sein. Du hast dich eben ein bisschen gewundert oder du wolltest dagegen protestieren, dass Yolanda diese Fotos nicht ja, ich habe ja auch Playboy-Fotos gemacht, aber das ist ja viel länger her. Dann möchte ich doch noch mal wissen, ob sich das lohnt. Natürlich, warum nicht? Also weshalb macht man das? Also ich habe es damals gemacht aus einer Laune heraus, weil ich mit einem Mann liiert war, der gut fotografiert hat. John Derek, das gerade von Ursula Andress gemacht hat, und das hat uns eben gefallen. Und dann haben wir das mal ausprobiert und das kam an. Mehr war das eigentlich gar nicht. Als es dann heraus war und ich immer mehr positive Zuschriften und auch Frauen sind auf mich zugegangen und haben gesagt, Mensch, das finde ich toll. Habe ich gesagt, vielleicht haben sie jetzt endlich begriffen, dass ich erwachsen bin. Sie haben es also nicht, Frau Brühl, fürs Geld gemacht? Wir haben nicht allzu viel bekommen, nein, möchte ich nicht sagen. Wir haben einen 3 Wochen Urlaub in Hawaii dabei gehabt und das war schon toll. Das ist ja noch ganz schön. Das ist doch immer sehr... Da war es Hübsches, oder?